Servus miteinander zur 9. Folge von Edelweiß Sonnler. Heute bin ich mal allein unterwegs. Wir machen eine kleine Zwischenfolge, wenn wir auf dem Acker wo wir sitzen, dass dann alles so verringert hat. Ja, ihr habt eh gesehen, was beim letzten Mal rausgekommen ist. Also große, zeitlich, römisch, da würde ich sagen, alles möglich. Und dann sehen wir uns beim ersten Fund. Bis dann. Eine Mumpel. Ja, fürs erste Signal gar nicht so schlecht. Gibt schlimmere Sachen. Also ich habe keine Ahnung, 92er, teilweise wieder 50er, also echt ein komisches Signal. Was ist noch drinnen noch? Vergleichstuhl. So, das werden wir jetzt hoffentlich dabei haben. A piece of iron. Garbage. Garbage, garbage, garbage. So, da haben wir jetzt einen 77er Leit, wird ziemlich oberflächlich. Ich sage mal, in 90% der Fälle ist Müll. Irgendein dickes Alu oder sowas. Ja. Der gute alte Flaschendeckel. Jeder kennt ihn. Super Signal. Aber naja. Aber naja. Hilft nicht. Hilft nicht, ne? Was haben wir jetzt für ein Leitwert? So, das nächste 60er. 63er Signal, diesmal ziemlich an Oberflächen. Oh Mann! Ja, Patrone. Ist ja halt, ist jetzt ein bisschen der Wurm drin. Aber ist ja noch nicht vorbei. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. So, das ist jetzt ein 44er, 45er Leitwert. Das sind die Pfeilspitzen. Die kommen auch so rein. Oder ein dünnes Blech. Drin im Loch, jetzt ist es ein bisschen aufgegangen auf 150. Ja, schau mal rüber. Komm her. Da steckt es drin. Also da hinten schaut es mir aus, als wäre es mir vergoldet gewesen. Ich reibe jetzt mal nicht länger da rum. Und dann sagen wir es euch dann auch noch mit einer Fundzusammenfassung, was das ist. Vielleicht auch teilig oder sowas. Ziemlich dünn und gepresst. Also nicht allzu alt, aber schauen wir mal. Ein schöner Fund. Bis zum nächsten! So, nochmal ganz kurzer Stellungswechsel. Auf der anderen Location ist leider nichts mehr gegangen. Jetzt haben wir nochmal auf dem Tisch. Geflügten Feld oder gegruppten Feld, besser gesagt, und schauen wir, was da so aussieht. Dann sehen wir uns beim ersten Fund. Bis dann!
Tada! Jo, nice! Der haben wir gezaubert, wa? Und was ist das jetzt? Da soll jetzt Alufolie abstempeln. Ja, also da haben wir jetzt ein 75er Signal. Haben wir eh schon ein paar Mal gehabt. Also hohe Wahrscheinlichkeit, dass es wahrscheinlich Müll ist. Nein, ich habe schon nicht dazu. Also da. Das ist. Dann haben wir kein Glück mehr mit den Live-Grabungen. Heute bin ich schon fast wie der Georg. Nur Müll finden. Schöner großer Shorty da in dem Moment, ja. Der gute alte Alu-Shorty. Ah, ja. Dann bis zum nächsten Mal. Welches Signal diesmal? Also 2 Meter weiter, das nächste Signal, ein 45er Signal. Und jetzt wieder von Hause so ein bisschen leerer Potenzial, ist wie so ein Schreierz 70er Signal. Irgendwas ganz was Kleines auf jeden Fall. Ganz, ganz mini. Zeit drauf einschalten. Müll. Müll. Müll, 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 Müll. Müll. So, ihr habt es vielleicht schon bei den ganzen Live-Grabungen mitgekriegt. Heute waren wir. Was heißt? Wir waren nicht ganz so erfolgreich. Wir haben Silber gefunden. Der freut mich auch richtig stark. Das ist noch richtig gut beieinander. Ansonsten noch die große Bronzeschlacke. Die Platten da mit der Frau drauf vom Anfang. Das sind 50 Pfennig. 1935. Ja. Ein paar Kreuzer, Österreich, ein Pfennig und 5 Pfennig mit dem Krawallhaken drauf. Genau. Ja, dann sagen wir dabei schon mal nochmal vielen Dank fürs Zuschauen heute. Ihr seht es, wir finden mal jedes Mal die Oberwahnsinnsdinger. Bei uns war ja auch richtig viel Müll dabei, aber es gehört dazu. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video. Bis dann, habe ich die Ehre. Servus.